Präsidentin, Herr Minister, zu den Wahlen in Russland sagen Sie, die Ergebnisse haben uns ebenso wenig überrascht wie die Bedingungen, unter denen sie zustande gekommen sind. Also ich finde das interessant, Sie haben in Deutschland über Ihr Zensurgesetz die Meinungsfreiheit abgeschafft und belehren Russland in Sachen Demokratie. In Ihrer Antrittsrede haben Sie noch eine Schippe draufgelegt. Sie sprechen von der angeblich völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und der angeblichen andauernden Aggression Russlands in der Ukraine. Warum blenden Sie aus, dass dem vorangegangen ist ein völkerrechtswidriger Putsch, der vom Westen organisiert und finanziert worden ist, gegen den damaligen demokratisch gewählten Präsidenten Janukowitsch? Und mit Ihrer antirussischen Rhetorik, das möchte ich Ihnen einfach mal sagen, treiben Sie uns in einen Krieg gegen Russland. Ich möchte, das ist nicht im deutschen Interesse, Herr Minister Maas. Und deswegen frage ich Sie, in welchem Auftrag handeln Sie wirklich? Ist es die Atlantikbrücke oder ist es der German Marshall Fund? Danke. Nee, ich weiß nicht, das war ja keine Frage, sondern eher die Preisgabe eines etwas verqueren Weltbildes. Ob ich das beantworten muss, dass es sich um die völkerrechtliche Annexion bei der Krim handelt, ist jetzt mal in der internationalen Gemeinschaft relativ unbestritten. Und insofern ist es, glaube ich, auch wichtig, auch nachdem am Sonntag wir den 4. Jahrestag dieser völkerrechtswidrigen Annexion hatten, das noch einmal sehr deutlich zu sagen, im Übrigen auch im Kreise der europäischen Außenminister. Und was die Wahl angeht, naja, dass das Ergebnis nicht ganz überraschend gewesen ist, da bin ich auch nicht der Einzige, der das so empfunden hat. Und die Tatsache, dass bestimmte Oppositionskandidaten gar nicht zur Wahl zugelassen wurden, weil sie auch gar nicht sich mehr in Freiheit befinden. Auch die OECD hat auf Unregelmäßigkeiten hingewiesen. Und ich finde schon, dass es auch aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland richtig ist, darauf hinzuweisen, weil es im Moment ja auch andere Dinge gibt im Zusammenhang mit Russland. Ich erinnere an das, was in Großbritannien geschehen ist mit diesem Giftanschlag, bei dem wir nicht bereit sind, das einfach so hinzunehmen oder so zu akzeptieren. Und deshalb finde ich auch, dass in Richtung Russlands gerade im Moment eine klare Sprache mehr als angesagt ist. Die nächste Frage zu anderen Themen der heutigen Kabinettssitzung stellt der Abgeordnete Leif Erik Holl. Frau Präsidentin, Herr Minister, durch den Einmarsch der Türkei in Syrien sind derzeit 150.000 Menschen auf der Flucht. Allein in den letzten drei Tagen sind 50.000 hinzugekommen. Zahlreiche Zivilisten sind getötet worden. Und wir haben gerade von der Krim gesprochen. Die Türkei redet ja hier von einer Selbstverteidigung. Man kann das aber sicherlich mit guten Argumenten auch als Angriff auf die territoriale Integrität Syriens begreifen. Bezeichnen Sie als Außenminister der neuen Bundesregierung ebenso wie die AfD-Fraktion den Einmarsch der Türkei in Syrien als völkerrechtswidrig? Für uns hat oberste Priorität auch in diesem Zusammenhang die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und der Schutz von Leib und Leben der Zivilbevölkerung in Afrin. Und hierfür ist auch die Türkei in der Pflicht. Was immer die Türkei unternimmt, muss sich im völkerrechtlichen Rahmen halten, und zwar im Rahmen des Erforderlichen und des Verhältnismäßigen bewegen. Und dabei haben wir gerade in Anbetracht der jüngsten Entwicklung durchaus Zweifel. Sollte es darüber hinaus zu einer dauerhaften Besetzung kommen, würde dies eine neue Realität schaffen, auch hinsichtlich der Frage, inwieweit Völkerrecht verletzt ist oder nicht. Ich muss mich jetzt vergewissern, Herr Bistron, Sie sind auch Fragesteller zum zweiten Bereich, ja? Sonstige Themen der Kabinettssitzung und nicht sonstige. Ja. Gut, dann haben Sie jetzt das Wort. Frau Präsidentin, vielen Dank. Herr Außenminister, Sie haben in Ihrem Vortrag ausgeführt, gleich am Anfang, dass es eine große Gefahr gibt, dass es zu weiteren Eskalationen mit Russland kommt. Im zweiten Teil Ihres Vortrags haben Sie gleich auch gesagt, sind Sie auf den Fall Skripal angesprochen, der auch zu einer weiteren Eskalation führen kann. Sie haben aber in dem Zusammenhang erwähnt, dass die deutsche Bundesregierung sich sehr schnell an die britische Interpretation angeschlossen hat, dass Russland für diesen Attentat verantwortlich ist. Auf Anfragen von Kollegen haben Sie ausgeführt, die Beweise dafür für diese Entscheidung wären, dass dieses Nervengas, das benutzte Nervengas, in den 70ern, zwischen 70er und 90er Jahren in der Sowjetunion hergestellt wurde. Das wirft gleich mehrere Fragen auf, zum Beispiel,
Wäre der Doppelagent mit einer amerikanischen Waffe getötet worden, würden Sie auch sofort sagen, die Amerikaner sind schuld? Oder wäre es für Russland nicht einfach, wenn sie wirklich diesen Doppelagenten töten wollten, ihn auf eine andere Art und Weise umzubringen? Oder warum schießen sie auf Russland, obwohl die Sowjetunion aus 15 Staaten bestand und nicht auf eine andere Nachfolgerepublik? Daher ist meine Frage, und das insbesondere an Sie als ehemaligen Justizminister, sollte es nicht im dubio pro reo heißen und sollte die Bundesregierung auch im Sinne der Deeskalation erstmal wirklich auf belastbare Beweise warten, bevor sie sich entschließt, dann den Engländern zu folgen. Dankeschön. Also ich schieße hier auf niemanden, sondern ich rede über den Abrüstungsbericht. Ich kann Ihnen nur noch einmal wiederholen, dass uns die britischen Kollegen sehr detailliert informiert haben über die Informationen, die sie haben, dass das eine sehr plausible Indizienkette ist, dass die russische Seite aufgefordert worden ist, zur Aufklärung beizutragen und dies bisher nicht getan hat, sondern sie sich, wie ich finde, teilweise sogar sehr unangemessen geäußert hat. Und es wäre relativ einfach, wenn es Beweise dafür gibt, dass es keine russische Verantwortung gibt, dann müssen diese Beweise auf den Tisch gelegt werden. Das hat Russland bisher komplett unterlassen. Und auch das muss in die Bewertung eingezogen werden. Und deshalb ist die deutsche Bundesregierung genauso wie alle anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in dieser Woche gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass wir nach dem, was wir bisher wissen, nach der Weigerung der russischen Seite, sich an einer weiteren Aufklärung zu beteiligen, wir uns in Schulterschluss zu der Regierung in Großbritannien begeben und das auch in Zukunft weiter deutlich machen werden. Wenn die russische Seite entlastendes Beweismaterial hat, soll sie es endlich vorlegen. Wenn sie das nicht tut, scheint das auch einen Grund zu haben. Die letzte Frage zu anderen Themen der heutigen Kabinettssitzung stellt der Kollege Trittin. Und dann kommen wir zu sonstigen Fragen. Herr Minister, war auf der Kabinettssitzung oder auch beim Rat der Außenminister Thema das Vorgehen der Türkei in Afrin? Ich frage das deshalb, weil Ihr Staatssekretär im Auswärtigen Ausschuss erklärt hat, wenn es zu einer Belagerung in Afrin käme, dann wäre die Grenze des Völkerrechts überschritten. Nun sind wir konfrontiert mit einer Situation, dass dort Zehntausende Menschen vertrieben worden sind, dass die türkische Regierung offiziell erklärt, dass sie nicht beabsichtige, dort wieder abzuziehen, sondern im Gegenteil, dort andere Menschen anzusiedeln. Es handelt sich um einen klassischen Fall ethnischer Säuberung. Halten Sie dieses Vorgehen mit dem Völkerrecht tatsächlich für vereinbar? Oder beharren Sie auf der Position, dass der Vorgang als solche nicht dem Völkerrecht widerspricht, sondern nur die Art und Weise, wie diese militärische Intervention umgesetzt ist? Denn das ist ja die Frage, nur halten Sie sich ans humanitäre Kriegsvölkerrecht? Ich habe eben darauf hingewiesen, dass, wenn es zu einer dauerhaften Besatzung käme, sich die Frage der Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht neu ergeben würde. Das ist genau das, was Staatssekretär Lindner auch im Ausschuss gesagt hat. Und deshalb sind mir auch keine Aussagen bekannt, dass die Türkei und türkische Einheiten dort dauerhaft verbleiben wollen. Ganz im Gegenteil, der türkische Außenminister hat vor kurzem zumindest angedeutet, dass die Maßnahmen, die es dort gegeben hat, auch wieder zurückgeführt werden sollen. Und deshalb haben wir auch noch einmal sehr deutlich gemacht, dass wir davon ausgehen, dass dies auch der Fall sein wird. Denn ansonsten würden sich die Fragen des Völkerrechts ganz sicherlich noch einmal neu stellen. Wir kommen jetzt zu sonstigen Fragen an die Bundesregierung.